Und herzlich willkommen zu einem kleinen Minecraft-Let's Play, und zwar im Hardcore-Mode. Und das Ganze in dem aktuellen Snapshot, der ist vor etwa einer Stunde heute rausgekommen. So, ich habe jetzt hier zwar noch eine alte Testwelt, die habe ich jetzt auch für den neuen wieder verwendet, aber ich stelle jetzt natürlich eine neue Welt. 12 wie 29 A. Hardcore. Auch schon gleich den Game-Mode ausmachen. Tipp normal. Flat oder la, große Biome. Ich lasse mal einfach mal auf normal und. Das ist der Seed und ihr werdet die letzten beiden Zeichen nicht sehen, wa? Doch, ich lasse euch sehen, es ist ein Hardcore-Let's Play von dem her. Es dauert jetzt ein bisschen länger wegen Server und so. Und da eine wunderschöne Welt. Und wunderschöne wenige. Ich habe sogar einen Chat. Wunderschön wenige Frames. Naja, ist irgendwie nicht so schön, aber egal. Als erstes will ich jetzt erstmal die Hühnchen hier töten. Wenn einem direkt Essen zugeworfen wird, kann man es ja auch mitnehmen. Dann werde ich jetzt zweites Zuckerröhrchen mitnehmen. Und diese Hühnchen hier töten. Da Hardcore lasse ich die Welt weg, sobald man stirbt. Weil normalerweise relativ tollpatschig bin. Ich gehe mal davon aus, dass das Ganze nicht besonders lang gehen wird, das Let's Play. Ich weiß, dass ich mir gleich erstmal Baumfällen gehen werde. Und danach gehe ich in die Wüste, beziehungsweise eigentlich nur ein NPC würde ich suchen. Was allerdings wahrscheinlich da, ja, relativ zusammenhängt, weil NPC politisches spawnen öfters in Wüsten. Ich werde versuchen, hier so viele Neuerungen wie möglich zu zeigen in diesem Hardcore Let's Play. Und ich werde auch versuchen, natürlich das Ziel, also endgültige Ziel ist natürlich, den Ender Dragon zu besiegen. So. Da haben wir den nächsten Baum. Das Ganze ist auch vollkommen ungemoddet. Nein, keine Anrastfunktion. Ist auch vollkommen ungemoddet, das heißt, ich habe das völlige Standard Minecraft. Ich hoffe, dass ich alles richtig installiert habe. Bin ich mir leider nicht ganz sicher. So, ja. So. Ach gut. Jetzt noch erstmal noch eine Spitzhacke eigentlich. Ja, ich nehme nur eine Spitzhacke. Ich zum Glück hinterher auch verbrennen. So. Ach, und wir haben direkt Glück. Sieht ja hier toll aus. Nicht wirklich. Aber es sieht praktisch aus. Nehmen. Hat dann schon auch schon die alte Spitzhacke ausgedient. Kann man ja gleich im Ofen dann verbrennen. Wobei, wie es hier aussieht, brauche ich das wohl nicht. Der Menge an Kohle, die man hier finden kann. Das ist echt ein guter Spawn, würde ich mal sagen, für ein Hardcore Let's Play.
Da bei den Chat-Settings kann man jetzt die Deckungsgrad davon einstellen. Leider nicht bis auf 0%, sondern nur bis auf 10%. Aber dann nervt der Multiplayer weniger. Also wollte ich es einfach mal kurz sagen. Ich glaube, das ist jetzt ja auch mit der Version neu gekommen. Meine Player sind jetzt erstmal ein Dorf finden, weil da gibt es schönes Weizen, schöne Felder. Da gibt es Häuser. Die Laternen sind aus Wolle, das heißt, da gibt es Wolle für Betten. Und man kann mit den Dorfbewohnern handeln. Und da kann man so gut wie alles kriegen, habe ich das Gefühl. Bald auch nicht ganz alles. Finde ich persönlich cool. Und ja, werde ich jetzt. Weshalb will ich eins finden? So, gibt's doch bestimmt auch Eisen irgendwo. Und das ist übrigens die Gravel-Textur wurde geändert. Ah, Eisen. Ist das da hinten? Das ist eine Wüste, okay. Ja, ich habe eine Wüste gefunden, da sehe ich einen schönen Wald mit kleinen Bäumen. Sieht alles relativ nett aus. Und jetzt muss ich einmal leider eine schöne Unterbrechung machen. Bis gleich. Okay, ein paar Sekunden später und ich bin wieder zurück und wir gehen wieder in unsere Hardcore-Let's Play-Welt rein. Das Gefühl, dass die Sounds heute relativ leise sind. Naja, okay. Das hat mich jetzt gerade ein bisschen verwirrt. Ich glaube, das reicht noch gleich erstmal an Kohle. Weil jetzt ist eher mal wieder gleich was. Richtung Schaf und so wichtiger. Muss ich mir jetzt mal da wieder mein Crafting Table rumstehen. Eben noch mal ein paar Steine. Erstmal kann sich mache ich mir jetzt erstmal noch einen Ofen einmal. Ich werde erstmal das Ding hier verbrennen. Danach dann auch noch das Ding hier. Dann auch noch eine Cola. So, erstmal was zu fressen. Bisschen was anfressen, was ich auch noch schön fände für Minecraft, ist, wenn die verschiedenen Brennstoffe eine verschiedene Wirkungsgrad hätten, also verschieden schnell gingen. Das ist jetzt zwar schon, wie lange die halten, aber trotzdem ist halt besser. So, okay. So, mal gucken, wie viel wir davon braten kriegen jetzt noch von den Eisen. Ich versuche es ja hier möglichst effizient zu halten. Eine Kohle könnte ich jetzt auch noch finden. Ja, da ist noch ein bisschen was. So, noch ein bisschen Stein mit der hier abbauen. Die hält ja eh nicht mehr lange. Ich glaube, das kriegt da gerade genau nicht hin. Ja, gerade genau nicht. Aber noch eben ist ein Stick für verbraten. Obwohl ein Sapling hätte ich noch nehmen können. Und noch weniger. Also hält noch weniger so ein Sapling. Allerdings ist ja ein Sapling eigentlich ein bisschen wertvoller als ein Sitz, als so ein Stick und deshalb habe ich einen Stick genommen. Aber ich muss ja auch nicht alles begründen, was ich hier mache. Und jetzt läuft Minecraft auch wieder mit mehreren hundert Frames. Interessant. Dann
Stahlspitzhacke. Okay, wir müssen jetzt erstmal noch wieder ein paar Sticks machen. Steinaxt. Steinspitzhacke und Steinschaufel. Dann erstmal noch ein paar Torches. So. Wunderbar. Damit haben wir schon mal einiges erreicht. Die Kohle lasse ich jetzt einfach mal links liegen. Weil wir haben schon immer noch fast einen Stack. Falls einige sagen, oh, du könntest ja, aber guck doch mal an, wie viele hier sind. Wie schnell man sie jetzt killen kann. Ja. Finde ich es halt relativ cool, einfach da so. Kann ich es halt einfach machen, weil man genügend Futter schnell kriegt. Und ich weiß nicht, ob ich das überhaupt am Anfang von hier, von dem Let's Play, vom ersten Part, wo wir wahrscheinlich immer noch sind, erzählt habe, weshalb ich das hier gemacht, weshalb ich das hier mache. Ich mache das, weil viele machen ja so Weekly Snapshot Dingens halt, Updates zeigen, was da drin vorkommt. Deshalb mache ich ein Weekly Let's Play, also ein wöchentliches. Das sind ja Weekly Snapshots, also wöchentliche. Oh, ich habe tatsächlich schon Wölfe, ist ja episch. Deshalb mache ich halt hier ein wöchentliches Let's Play, jede Woche. Zur neuen Version ein Hardcore-Let's Play. Was ich dann versuche, also ich hoffe, dass es nicht nie mehr als 7 Parts werden machen. Aber das kann ich ja nie sagen, nie versprechen. Weil das soll ja schon eine Woche reinpassen. Ja. Und wenn halt eine Woche ausfällt, dann werde ich halt die Woche noch ein weiteres Hardcore-Let's Play von der alten Snapshot machen. Ach, und es fängt an, so ein bisschen laggy zu werden, wenn ich hier noch unerforschte Gebiete reise. Das habe ich, glaube ich, gerade den Überblick verloren. Wo mein Spawnpunkt ist, eh egal. Wo die Wüste ist, ja. Ich habe den Überblick komplett verloren. Ich weiß gerade gar nicht, wo die Wüste ist. Sehe ich nicht. Schon in der ersten Nacht. Oh Gott, ich glaube, ich sterbe gleich echt in der ersten Nacht. Ich glaube echt, oh Gott. Und genau deshalb glaube ich, dass das Hardcore-Let's Play nicht allzu lange gehen wird. Mit solchen kleinen, netten Sachen. Man, Welt lad schneller. Gut, dafür meinetwegen mehr, aber lad schneller, damit ich einfach etwas sehen kann und nicht alles ablaufen muss. Auch schon mal. Und da werde ich jetzt hier schon mal ein paar Creeper einfach bekämpfen. Schnell einen Bogen bekommen. Deshalb töte ich jetzt hier noch ein paar Spinnen. Esse ich erstmal wieder was. Hier ist auch noch eine Erfahrung rumliegt. Hm. Merke, dass ich ein paar Kampfskills entwickelt habe. Das weiß ich gar nicht mal so schlecht finden kann. Ist das da ein. Ist hier tatsächlich ein schwebender Sandblock da? Das ist ja auch krass, dass ich jetzt alle nicht so. Lass dir aber leider keine Fehler mehr fallen, wenn ich mich richtig erinnere. Nee. Da. Nee, dann. Und wer fragt, weshalb Fehler? Für Pfeilenbogen braucht man nun mal Fehler. Das meint noch ein bisschen mehr Zuckerrohr und Runterspringen-Action. Zuckerrohr nehme ich mit, wenn ich daraus Papier machen kann. Bei den Dorfbewohnern Papier. Man davon viel bekommen kann, relativ schnell.
schnell diese Gruppierung kommen kann. Deshalb, ja, viel Zuckerrohr mitnehmen. Jetzt erstmal wieder. Oh, Skelett-Action, ey. Oh, töte mich nicht, töte mich nicht, töte mich nicht. Danke. Oh, ich muss echt vorsichtig da. Vorsichtiger umgehen. Ah, oh, und ja, ein einzelnes Haus. Zellendes Haus. Ne, eine ganze Stadt. Mhm. Damit ist der Abend gerettet. Hihi. Oh. Ja moin, wie geht's denn so? Nein. Der tauscht das gegen Lisa. Moin, da wohnt doch bestimmt einer. Der tauscht das gegen Lisa ein. Und ich bin fast tot. Mann, ich muss echt mehr auf meine Lebensleiste achten. Ja, moin, wie geht's denn so? Ich bring dir jetzt mal hier ein bisschen Licht in die Hütte. Ja. Verdammt. Moment, ist... The Tide came off. Die Welt ist auch wirklich weg, ja. Das war's damit mit dem ersten... Let's play. Ich, boah, ein Schuss und tot. Ey, das glaube ich echt nicht. Irgendwie hat man da gerade noch einen Bug gesehen, aber ja. Gut. Ich glaube, ich mache gleich das zweite Let's Play direkt hinterher. Tschüss, bis dann.